Hi Leute, willkommen zurück zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich wieder FC24, die FC St. Pauli-Karriere. Ja, wir gehen direkt mal in den Chat rein. Metcalf holt wieder rum. Okay. Und er holt auch rum. Tipp mal ein bisschen, sage ich. Ist gegen Gladbach. Da wollen spielen. Aber ich habe keinen. Ach, Pokal. An. Also. Direkt im Pokal gegen Gladbach, das gibt's doch nicht. Okay, dann lassen wir hier. Die Details simulieren wir. Wir fangen gegen. Gucken. Läufe zurück gegen Gladbach. Nämlich 10. Wo ist Frankfurt? So, dann machen wir gegen Gladbach mal. Linksrum spielen. Was bricht die Jugendmannschaft? Schmidt. Mensch, ist das die. Nicht ab. Super. So, gegen Gladbach. Bericht. Oh, Fitness. Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Gut. So. Käufer glaubt wieder im Sturm. Mal. Und mit Kalf möchte spielen. Wo gehen wir dann rein? Höhepunkte spielen. Jetzt haben wir gegen Gladbach. Mehr Klasse geht nicht, mehr Spektakel geht nicht. Dieses Spiel hat es in sich. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Wir müssen gucken, dass wir gegen die oben Punkte holen. Deswegen spiele ich jetzt halt zweimal gegen Gladbach. Wolfuß und Franco Spahn werden sie auch holen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. So beginnen die Gäste heute. Stark, 1-0 für Kalfa. Träger von Duran will es ja interessant aus. Und dadurch klang Gladbach. Das sieht nicht gut aus. Wechseln, gucken, dass ich einen Innenverteidiger kriege. Ne, kriege ich nicht. Es ist eine verdiente Führung aus meiner Sicht. Mit einem Tor sind sie vorne, machen viel richtig, stehen gut, haben klasse Ideen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann kann es gehen. Aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Starkes Spiel, kann man nichts dagegen tun. Och nee. Könnte was werden. Und dann ist die Defensive doch. Richtig, Konter, okay. Oh, danke, super Konto. Das war's. Okay. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Und da geht noch weiter oder was? Super, wie er sich durchsetzt. Und die Chance. Stark. Da ist er doch. Ich will eigentlich zu dem da rechts passen, aber ich weiß nicht, ob wir den abfangen. Können wir mal probieren. Nee, wird nicht abgefangen. Sehr schön. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Ah, zu dem wollte ich auf jeden Fall. Schön. Ja. Schade. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Da
Das ist Youssef En-Nesyri. Stark. Ah, wo, ja, genau. Was macht denn die Abwehr da? Das ist. Und dann sowas. Egal, unentschieden. Jetzt direkt gegen Gladbach nochmal. Stolz auf dich. Entwicklungsplan. Saliakas. Er ist 29 schon. Barfuß. Nochmal vorbereitet. Die sind jetzt gar nicht richtig fit, das ist doof. Wir müssen das Beste draus machen. Heute haben wir ein sehr vielversprechendes Spiel für Sie im Angebot. In diesem Duell ist alles drin, es wird hochklassig. Bleiben Sie unbedingt dran. Liebe Fußballfans, hallo und herzlich willkommen in Mönchengladbach. Willkommen im verregneten Borussia-Park. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich noch die nächste Belastung immer größer. Und er schießt! Da passt der Klasse auf. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Verlust jetzt erstmal. Ja, ich drück nach hinten, er läuft weiter, nice. Geht vielleicht was für Gladbach, aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Zwei Treffer zuletzt für ihn, entsprechend. Komm, wichtig. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Harte 2-0 nach 18 Minuten. Stark. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. St. Pauli kann es über außen versuchen. Stark. 3-0. Der Ball. Die Führung damit 3-0.
Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Neuhaus. Jetzt die Ecke. Er ärgert sich, war kein guter Kopfball, aber was will er da machen? Sie stellen ihn fast schon perfekt zu. Außen wäre Platz für St. Pauli. Der Ball dann doch verloren. Dumme Idee gewesen. Hätte ich besser machen können. Nö, kein Einwurf. Schade. Mit Ecke. Knopf Irvine. Nee, der Stürmer. Boah, so geht's auch. Fast schon beleidigt, dass wir in der Liga ich weiß gar nicht mehr, wie wir gespielt haben. Perfekt. Ich glaube, unentschieden war es, oder? Ey. Egal. Nicht so wichtig. Ja, 2-2 war es, glaube ich. Oh. Stark. Das nächste Spiel steht. Ah, da könnte ich es machen. Gehalten, ganz stark. Ecke kommt. Hätte ich noch nur betätschelt. Stark. Boah. Gut. Jo, wie kann das kein Foul sein? Der den drüber. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Ja, lauf halt zu. Klär den Zeiten aus, wird natürlich einfach geben jetzt. Starken Pass. Damit sind sie also nicht durchgekommen.
ist es Youssef El-Nesyri. Sie machen den Treffer. Oh Mann. Warte mal raus. Der spielt echt keine guten Pässe mehr, seitdem der letztes. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Okay. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Neuhaus. Sie geht dazwischen. Jackson Irvine. Er spielt steil. Sichere Parade. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal zwei Minuten drauf. Manu Kone. Der Ball ist bei Youssef El-Nesyri. Jetzt bringt sie die Flanke rein. Schafft ja eins. Füllen vom Platz geschossen. Meister? Okay, jetzt sind wir Meister. Von was sind wir denn Meister? Habe ich es falsch verstanden oder hat er wirklich Meister gesagt? Ja, eine Runde weiter. Richtig und richtig. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Hatten Sie mit diesem deutlichen Sieg gerechnet? Spieler. Waren Sie nervös, als Sie das Tor vor der Pause nicht trafen? Treue Mannschaft. Wir haben unser Spiel gemacht. Danke für das Gespräch. Das Bild. Heftig. Okay. Nicht schlecht. Elf dieser Woche. Ach, schade. Gut. Wir haben ja noch Spiele, gell? Drei noch. Okay. Simulieren wir mal. Karlsruhe als nächstes. Turnierpreisgeld, geänderter Termin. So, Jungs. Wir müssen ein paar Punkte holen. Geht's. Zwei nur gegen und in Frankfurt. Spieler ist auskodiert. Oh, weiß. Wolfer möchte spielen, ja. Machen wir den Sieg.
Ich möchte gegen Frankfurt auch natürlich. Leider 1-0 verloren, aber anstrengend. So gegen Mainz ist vielleicht ein Spiel wieder fit. Island. Wir schon. Portugal wäre vielleicht cool. Oh, Monarch Scouting Update. Nehme ich. 120. Gucken wir mal. 190 kann man wegholen. 90 tun wir weg. Den nehmen wir Session mit. Den nehmen wir auch mal mit. Eines. Muss Mannschaft rein. Wo soll denn der? Ich glaube, er ist es, oder? Hier zum Schröder. Den Hund rauslassen. Oh, das ist ja echt. Ist der sein? Mein Entwicklungsfan reingehen. Ach, der hat nur 53 Schießen. Auch nicht als Stürmer. Nicht den. Mama, das Tempo hochgeht. Schmidt. Achso, der hat ja. Ja. Mit 2T. TM. Abräumer wird der. Und der Schröder. Ohrstopper. So. Sehr schön. Gut. Dann ein Spiel gegen Mainz noch. Wird noch nicht ganz. Mach bei mir mal Trainingsplan, dass ich da mal wieder mal hier arbeiten hier. Los auf Leistung. Den mal immer auf ausgeglichen. Da will sich gerade wieder hochgeht. Trainingsplan von Irvine. Da hat er optimale Bissigkeit. Irgendwann werde ich jetzt nichts ändern, weil der ist schon alt. Wir sind 16er, okay. Heißt, wir müssen gegen Mainz. Firmino. Okay. Müssen gegen die jetzt kommen. Punkte holen, Jungs. Was? 4-1? Was ist das? Wir verlieren einfach gegen Mainz, die 9. sind. Nächstes Spiel gegen Bayern. Eieiei. Okay. Sehr schön. Oh. Schon wieder. Was heust du rum? Wie vereinzelt sagst du es jetzt? Teamzentrale. Listigen.
5 Einsätze hatte. Der hat die Hälfte von Hartl sein und heult rum dafür, dass er auf der Bank sitzt. Ey, da krieg ich. Oh. Meine Güte. So. Abfahrt. Okay, dann würde ich glaube sogar, wenn der gar keinen Bock mehr hat, ihn hier. Hey, der ist erst 15. Okay, vielleicht lässt sich hier einer vom ZM. Er hat wenig passen, der wird es wahrscheinlich nicht. Ja, 73 Wochen. Und der hat halt. Der kann ZM. So. Der dauert auch ewig. ZM würde jetzt nicht so lange dauern. Mal gucken, dass wir noch was Gute kriegen. Und dann schauen wir noch an, was wir geleistet haben. Und hingegen. Gladbach, dann aber im Pokal 4-1 gewonnen und gegen KSC 1-0 verloren gegen Frankfurt und 4-1 gegen Mainz. Das ist natürlich okay. So, guck mal, Tabelle hier. 4 Punkte auf Freiburg, nicht Abstieg oder ja, Relegation ist es gerade noch. Wenn wir auf Wenn wir auf dem Platz 16 bleiben, wäre es eigentlich gar nicht mal, also wäre ich jetzt nicht so, würde ich besser finden als 17, 18, weil wir dann noch eine Chance haben, in der Relegation oben zu bleiben. Aber ist ja, sind ja erst 12 Spiele. Also dauert noch ein bisschen. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Dimson, ciao.